Nein! Hey, Digga! Na, hast du noch Granate? Nein, ich... Oh, aua! Scheiß Headcrab. Ich wollte eigentlich, dass er sich selbst in die Luft jagt. Hat aber nicht ganz geklappt. Wow, wir haben mal nach langer Zeit wieder volle Lebensenergie. Aber irgendwie mussten wir hier gar nicht rein. Das ist sehr, sehr schade. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Da kamen wir her. Also muss der Weg hier unten weitergehen irgendwie, weil hier ist ja Sackgasse. Meine Orientierung in Half-Life, das ist immer sehr schlimm. So, ich kann mir nur vorstellen... Ach so, hier ist ein Schloss. Und hier ist wieder gesneepert. So, dann müssen wir nur warten, bis er alle abgeknallt hat. Aua. Da bist du. Schießen ab! Worauf wartest du denn immer da oben? Nee, ich lasse sie abknallen. Wobei, wir haben zur Not noch... Nein! Ach so, da ist wieder so ein Dicker. Mr. Krabs hängt da unten. Yes! Der lebt immer noch! Die sich einfach nur verstecken, diese kleinen Viecher. Hier. Schneiden ab. Hallo. Sniper. Mensch, Alex, willst du mich ärgern? Ich glaube, die will mich ärgern. Okay. Oh, 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 da ist was drin. Okay, die Luft ist rein. Mann, ich habe genug von Zombies. Scheiße. Oh, toll, jetzt habe ich das Haus ja auch nicht gesehen. Oh Mann. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Ich merke schon, ich bin nicht mehr... So geschwind wie vorher. Okay, da kommen wir nicht so rein. Da müssen wir das wieder rausschweben lassen. So. Ein bisschen Magazin. Ja, hier, komm. Was willst du denn? Aua. Hier ist noch ein Generator. Hier ist keiner, okay. Also wir sind jetzt... Im Grunde sind wir jetzt auf dem Platz, den wir vorher gesehen haben. Vorher waren wir da oben. Und haben hier hinabgeschaut. Und wir müssen hier durchkommen. Das Sägeblatt, das kenne ich doch noch. Aus Ravenholm. Ravenholm. Das war eine lustige Sache. Aber auch sehr nervig. Und ich hoffe, dass ich diesen Abschnitt nie wieder habe. Ravenholm. So. Aber mit der Kreissäge können wir so einiges teilen. Wir sind dann wie Moses. Nur, dass wir statt mehrere Körper teilen. Aber im Grunde hat es einen guten Nutzen. Ist doch nicht so verwerflich. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nicht runterfalle. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. Hier rein, oder? Ich muss sie besser sehen, Gordon. Ja, ja. Das ist übrigens ein kleines Echo, kann das sein? Na, du siehst doch jetzt genug, oder? Shit! Mein Kreissäge ist weg. Shitty, shitty, shit. So, wo bist du? Alex! Feuer da runter! Der Dicke lebt noch. Okay, das dauert. Jetzt sind nur noch die Viecher übrig.
Was macht der denn da? Haut der gegen mein... Wow! Alter! Jun, was ist das denn? Seit wann können die denn Gegenstände zerstören, um mich runterzuholen? Oh nein! Dann immer mehr! Irgendwo, ich muss hier irgendwo... Schieße ab! Komm, Mädchen! Drei noch! Zwei noch! Oh, das werden immer mehr! Oh, Granatenman! Oh, du hast eine Granate liegen lassen! Okay, das merkst schon, das ist ein Arena-Kampf hier. Nein! Oh nee, da ist schon wieder so ein Dicker. Nein! Okay, wir müssen erstmal die Dicken irgendwie ausschalten. Terminieren. Okay, das geht mal wieder zurück. Aua! Ja, ja, ich gehe ja schon ins Freie. Nein, der Dicke auch noch. Ah, geh weg. Speedy. Boah, Alter. Meine erste Waffe ist leer. Okay, ich sehe schon, das ist wirklich ein Arena-Kampf. So, ein bisschen Munition. Oh, oh. Granate. Toll, ich konnte nicht rennen. Ich hatte keinen Boost mehr. Wo ist denn mein Sägeblatt jetzt hin? Oh. Cool. Ich habe sie mit dem Gitterschlag. So, noch jemand? Ich richte mein Gitter ab. Okay. Und ich merke schon, Alex, die kriegt sich auf die Kette. Also Scharfschützen, das ist überhaupt nicht ihr Job. Erstmal trifft sie nicht immer. Was ja eigentlich realistisch ist, weil man kann nicht immer hundertprozentig treffen. Es sei denn, man ist ein Counter-Strike-Spieler. Nein! Geh weg! Was war das denn? Kam angekrabbelt wie so ein Gollum. Propangas. Pass mich nicht an. Aua. Aua. Jetzt reicht's aber. Okay, da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Zunge. Immer gucken, dass da keine Zungen auf einmal da sind. Okay, wir müssen hier nach oben irgendwie. Hopp. Noch eine Kiste. Wie viele Kisten gibt es denn hier noch? Kein Wunder, dass ich hier von Feinden umgeben bin. Ein Stapler. Und da hinten ist irgendwie ein Regal. Ich schlussfolgere. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, da rüber springen vielleicht? Nee, da hinten ist ja nichts. Warte mal, hier hoch vielleicht? Nee, auch nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Da ist noch eine Kiste. Obwohl, hier waren wir noch nicht. Hier sind Kisten. Wo Kisten sind, war ich nicht. Das wissen wir ja. Warum gibt es eigentlich hier so viele leere Kisten in Half-Life? Das habe ich auch noch nie verstanden. Wer baut denn leere Holzkisten? So. Warte mal, können wir den runterschmeißen? Okay, den können wir runterschmeißen. Da oben ist eine Luke. Ah, ich verstehe. Wir haben einfach mal den Hub nach oben gegeben. Wow! Geh weg, geh weg! Danke, dass du gewartet hast. Aber eigentlich unrealistisch, denn normalerweise muss man, um den Hub komplett auszufahren beim Stapler, muss man den gedrückt halten. Das heißt, man kann den nicht einfach drücken und dann macht er das von alleine. Wär mir neu, wenn das ein... Stapler hinkriegen könnte. So, Crouch Jump und noch eine Kiste, die hole ich mir. Und da sieht die Welt schon mal ein bisschen besser aus.
und durch den Schacht. Mit aller Macht durch den Schacht. Das sieht sehr nach einem Ladebildschirm aus. Nein, es ist kein Ladebildschirm. Das ist ein etwas längerer und größerer Abschnitt. Und ich merke schon, hier muss ich auf jeden Fall vorsichtiger werden. Was war das? Da war eine Krähe oder sowas. Wow, wir sind jetzt schon hinten. Wir sind da hinten gewesen. Jetzt sind wir einmal hier komplett durch. Oder? Oder kommt noch ein Abschnitt? Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Radioaktiv. Oh, ich sehe schon, wir haben hier Paletten. Industriepaletten und Plätze, wo wir nicht hinlaufen dürfen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Dinger mitzunehmen. Ich nehme sie mal mit, vorsichtshalber. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich gebe dir Deckung, Gordon. Oh. Aua! Ja, wo gibst du mir denn Deckung? Der steht genau hier vor deiner Nase. Oh, lass mich doch in Ruhe. Du bist so nützlich. Ich gebe dir Deckung. Nichts machst du. Ich höre was. Oh, komm aus dem Nichts. Wie können die eigentlich die Radioaktivität überleben? Oh, da sind noch mehr. Warte mal, wenn ich mich so stelle, sieht Alex mich. Also ich kann nur in diese Ecke schießen hier. Wenn sie es richtig anstellt, müsste sie erwischen, bevor die mich erreichen. Alex? Sehr gut. Komm, das kriegst du nochmal hin, Mädchen. Perfekt, schöne Kopfschüsse. So muss das sein. Du lernst dazu. Du lernst vom Freeman. Den Besten der Besten. Oh, Hallöchen. Guck mal, was ich habe. Oh. Vor Schreck einfach mal hier reingerannt. Und vor Schreck habe ich die Nerven verloren. Oh, ich glaube, wir brauchen langsam mal medizinische Hilfe. Raketen? Oh, oh. Raketen? Nee, das sind Granaten. Keine Raketen. Stimmt. Granadis sind das. Warum kriegen wir jetzt Granaten? In so ein Vorrat. Hm, will uns das Spiel wieder etwas damit sagen? Zum Beispiel, dass hier viele Viecher kommen. Warte mal, das kann ich mir so holen. Da muss ich nämlich nicht rüberlaufen. Okay, ich krieg das Ding nicht rüber, da schafft's nicht. Dann müssen wir doch auf die andere Seite gehen. Medizin. Das hole ich mir. Okay. Es ist so still. Irgendwo sind sie und lungern. Sind wir hier richtig? Oh nein, nicht du. Ist er tot? Ich sehe ihn nicht mehr. Okay, der eine ist auf jeden Fall tot. Den haben wir in die Luft gejagt. Oh, nein! Nein, Medizin! Ich brauche hier jeden kleinsten... Nein, du nicht! Du brauchst dich gar nicht davon zu schleichen. Scheiße. Ich habe nicht mehr viel Munition von der Waffe. Hier habe ich noch ein bisschen was. Schrotflinte, wie sieht's da aus? Okay, können wir eigentlich nehmen. Die Schrotflinte hat noch. Jetzt können wir da links auf die Autos springen. Wir können aber hier auch noch rechts drauf. Aber das bringt, glaube ich, nichts. Und ich sehe, sie zielt nicht mehr in diese Richtung. Normalerweise könnte sie bis hierher snipern. Wir versuchen einfach mal den Jump. Wow. Okay. Und hier können ganz viele Zombies rauskommen. Ich beeile mich am besten, dass wir hier nicht bleiben. Hopp, von Auto zu... Wow. Nee, oder?
Willst du mich jetzt? Nein! Oh Gott. Okay, wir müssen auf uns selbst achten. Das bringt nichts mehr, auf Alex zu warten. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Da können wir nicht stehen. Wir müssen jetzt so eigene Plattformen bauen oder was? Okay. Von Plattform zu Plattform. Komm, schieß ihn ab. Hier, vor mir. Danke. Das ist ja mal wieder was ganz anderes hier. Das ist hier... Das ist so das alte Wohnzimmerspiel. Berühre nicht den Boden. Oh Mann, wie viele denn noch? Da hinten ist auch noch eine Kiste. Und da geht es bestimmt weiter. Ah, scheiße. Ein Glück, dass die Dinger nicht von den Granaten kaputt gehen. Wir könnten es versuchen. Scheiße, 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 scheiße. Ich hoffe, das lohnt sich. Naja, ein bisschen Revolvermunition. Hat sich schon ein bisschen gelohnt. So. Bloß raus ist der Scheiße hier. In dieser Gülle. Industrieabwässer. Abwasser. Abwässer. Was erzähl ich da? Was? Was hast du gesagt? Aua, du bist so weit weg, ich höre dich nicht. Aua. Nein. Es ist trotzdem etwas komisch so, dass die Leichen verschwinden. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig wieder. Das Problem ist an... Aua. Das Steam... Hallo? Ist er denn hier runtergeschmissen? Ja. Jetzt habe ich seinen Arsch gesehen. Das Steam, das Spiel updatet, und wenn das updatet, dann setzt sich leider die Version wieder zurück. Das heißt, alles, was ich verändert habe in den Textdateien und so, da setzt er auch automatisch zurück. Also überschreibt er, obwohl ich es eigentlich schreibgeschützt gemacht habe. Normalerweise dürfte er das nicht überspeichern können. Aber Steam hat es trotzdem geschafft. Wahrscheinlich, weil ich es aus einer Weile nicht mehr angefasst habe, das Spiel. Wo sind wir denn hier? Ist es geplant, hier zu sein? Was haben wir denn hier? Okay, hier geht's nicht lang. Wie es ausschaut. Ich will ja auch gar nicht lang. Okay. Ich denke mal, wir müssen hier hoch, oder? Irgendwie. Auf die Brücke. Wenn es ja einen Weg gibt. Mein Wille ist es immer ein Weg. Ah, da ist der Buggy. Das sollten wir auch uns holen. Was? Was? Oh nein. Ich glaube, die Zeit wird knapp. Toll, wie sollen wir das denn schaffen? Shift, Turbo, Space, Handbremse. Müssen wir jetzt hier runterspringen? Oder halt, Moment. Cool. Wir haben einen Buggy. Es endet hier. Freeman hat es versäumt, die Ressourcen zu schonen, die für den Sieg unabwasst.